Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. Wir sind gerade hier dabei, die Vorbereitungen zu treffen für den nächsten Versuch zu landen. Alle Raketenteile sind ausgerichtet. Wir sind auf einem Suborbitplatz. Ihr habt doch gerade gesehen, ich habe bis jetzt immer noch nicht die Shell geöffnet gehabt. Da ich gedacht habe, wir lassen die dran. Schaut schicker aus, vor allem bleibt sie dann nur Jungs in dem Orbit drin. Und ja, ihr seht schon, wir sind viel, viel flacher als zuvor. Wir sind auf einem Orbit gewesen von 10.000 Metern und es gehen jetzt daraus in den Suborbit. Und dieser Suborbit endet am Ende vom Krater. Was bedeutet, ihr seht schon, wir sind sehr, sehr flach unterwegs und sollten nicht ganz über oben drüber schießen. So, vorsichtig. Ganz sanft einlenken. Wir machen jetzt eine sehr, sehr sanfte Bremsung dorthin ein bisschen. Also nur minimale Bremsschübe sind, also wir haben hier ganz minimal nur aktiviert. 30 Kilometer noch Entfernung. Das sollte gut klappen. Ausrichtung schaut auch sehr gut aus. Diesmal werden wir ein bisschen kleiner den Bremsweg machen und schauen, dass wir am Ende nochmal einen Vollschub geben mit der Second Stage und dann mit der Last Stage sozusagen einen Endspurt machen, aber rein theoretisch sollte dies absolut kein Problem werden in diesem Fall. So, wir machen jetzt hier einen Stopp und warten, bis der Zeitpunkt gekommen ist für uns, um einen Vollburst zu geben. Das wird jetzt spannend. Da sind die beiden Sachen. Was ist denn was jetzt von den beiden? Weil eigentlich sollte da noch ein Teil sein, oder? Wir haben das andere Teil geditcht. So, die Stage hat immer noch 8 M. Also das Ding hat jetzt richtig Bums. Mehr Bums wie das hier. Also das sollte uns ordentlich... Und apropos, wie viel Schübe hat das? 9. Okay, das wird spannend. 9 Schübe zur Landung. Könnte interessant werden bei meinen Flugkünsten. Ich hätte es davor checken sollen, weil dann hätte ich sie höher drehen können. So, 10 Kilometer Entfernung. Schaut auf der Karte sehr, sehr gut aus bis jetzt. Ausrichten und dann Vollschub. Oder Vollschub. Leckt sogar gerade echt volle Wäsche. Und wir schießen voll drüber. Was soll denn das jetzt? Voller Gegenschub mit der Stage. Also irgendwie... habe ich das sehr, sehr falsch geplant. Aber diesmal scheinen wir nicht aufzudutschen, wenigstens. Das ist vorteilhaft. Ah, Gottes Willen. War ja klar, dass das wieder bei mir passieren muss, ne?
So, okay. Das wird doch nicht gut gehen. Alter, was leckst du jetzt im Spiel? Aber da knallt schon wieder was auf dem Boden. Ah, schau dir die ganzen Einzelteile an, die da auf dem Boden geknallt sind. Leco mio. So. Ach, ich habe den nur seitlich weggestellt, oder was? What? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich gemacht habe. Ich dachte, ich habe den weggeschossen. Ah, stimmt, den haben wir zum Salvagen dann da gelassen. Schießen wir jetzt drüber. Schießen drüber. Vorsichtig. Lieber sanfte Landung, als dass wir irgendwo drauf krachen. Deploy. Das heißt, jetzt auf einmal dieses Tscht. Nix Tscht. Alter, was leckt denn? What? What? Oh, Mann! Das war das, was genau nicht passieren sollte. Mann, okay. Ich glaube, diese Mann-Base-Idee ist ein bisschen blöd. Irgendwie scheint das nicht so ganz zu laufen, wie ich es mir erhofft habe. Ganz ehrlich. Warum kippt es um einfach diese Ladefehler? Warum? Also muss ich was komplett anderes bauen in dem Fall wahrscheinlich. Jetzt habe ich natürlich in die Gegenrichtung noch gehovert. Geil. Ah, komm schon. Das war jetzt aber echt ein mieser Bug. Jetzt ist natürlich die Station ruiniert, weil einfach wir keine... Wäre jetzt so gut geworden. Wir stehen sogar. Schaut euch das an. Oh. Auto-Level. Macht er schon? Ja, macht schon. Ich könnte kotzen. Wir können gerade sowas von kotzen, das ist ja da. Es hat nichts kaputt, doch es hat das Solarpanel vernichtet hat's.
Rein theoretisch müssten wir nur die Stromabteilung austauschen. Das Teil kann auch liegend operieren. So, wir nehmen uns jetzt mal hier schnell einen unserer Kerbels raus. Wir brauchen Techniker, bitte. EVA. Ich verkabel das noch schnell und dann geht's mit der Rakete zurück und mit der in die Testlandung. Weil das kann ja höchstens auch nur noch schief gehen. Wenn wenigstens das funktionieren würde, wäre natürlich der Tag schon mal schön, Alter. Ich hasse Bugs. Bedeutet, wir müssen eher sowas Flaches bauen. Und vielleicht mit Reaktoren eher drin, mit Nuklearantrieb fürs Erste. Vielleicht sogar mit ausfahrbaren Beinchen oder sowas. Wäre, glaube ich, gar nicht blöd. Boah, das regt mich auf. Ich schau, wie gut wir wieder gelandet sind. Es ist doch immer Schweinearbeit, so gut zu landen, aber es funktioniert doch. Und dann macht das Spiel einem schön einen Haken rein in das Ganze. Vor allem die Manbase ist mittlerweile extrem überlastet von der FPS-Zahl her. Die Manbase zerfällt schon beim Laden. Ich weiß nicht, gibt es da solche Ladebugfehler, Behebungsteile oder sowas, dass man das halt beheben könnte oder so? Weil es wäre ja wahrscheinlich relativ simpel zu... Rein theoretisch können wir das nicht... Nee, ich habe kein Werkzeug mit. Wahrscheinlich aber auch nur, weil ich connected habe, ne? Das könnte natürlich auch sein. Dass er dieses Connecten hast, wenn er nicht eine breite Ladung hat. So. Grip Connector. Alter, es laggt. Das ist der Wahnsinn. Es sind nur ein paar Sachen da, aber es laggt so. Vielleicht sind die Grafiken echt ein Problem. Ich weiß es nicht. Ich finde halt die Oberfläche mega geil. Das Parallelex macht es einfach mega cool. Vielleicht sollten wir uns einfach auch mal wieder auf ein paar andere Sachen konzentrieren. Ich weiß ja nicht, was ihr davon haltet, andere Sachen wieder zu planen. Oder sollen wir echt schauen, dass wir hier bald was versuchen aufzubauen, mit dem wir dann Welt... oder weltweit, universumsweit operieren können, weil wir hier sozusagen große Schiffe auch bauen können, die für uns vom Vorteil Nutzen sein können. Was natürlich genial wäre, wenn wir es so sehen, weil wenn wir was anhängen können oder bauen können, was halt dementsprechend Masse hat, sind wir top of the line. Aber ihr seht eh schon, wie das leckt teilweise so. Komm. Attach. Klack. Kann man den nicht irgendwie wieder aufstellen oder... Einfach, weil es war doch ein Bug. Also dürfte ich die doch wahrscheinlich auch wieder aufstellen, weil das Bug ist ja kacke. Das Ding da drüben ist auch schon im Arsch. Und meine Vögel kämpfen auch schon wieder. Ah, die Station ist wenigstens mittlerweile wieder verbunden. Ob die Strom kriegt, ist natürlich jetzt die andere Frage. Weil, ja... Boah. Also ich werde mal schauen, vielleicht kriege ich es irgendwie hin, dass ich die wieder aufgestellt kriege. Mit einem Mod oder sowas, keine Ahnung. Da werde ich wahrscheinlich dann leider doch ein bisschen cheaten müssen. Dann werden die wahrscheinlich auch ein bisschen anders stehen oder keine Ahnung. Wir müssen die auf jeden Fall in der Zukunft austauschen. Das gegen größere Bodenmodule, die vielleicht auch liegend mit Beinen sind. Dafür muss ich halt ein passendes Landemodul erstmal bauen. Oder halt erstmal herausfinden, wie ich die am besten dann lande. Oder ob man sagt, okay, man baut die Länder dann auf der Mon Station. Und dann tut man sozusagen erst das Landemodul andocken. Oder man muss das während des Fluges machen, dass man es umdockt. Dass man sozusagen am Anfang unten oder oben dran die Lande... Abteilung hat und die dann sich sozusagen abdockt, umdreht, oben anhängt und dann sozusagen so zu... Das ist gar nicht doof. Das könnte actually funktionieren. Das ist sozusagen das dann umdocken und vom Umdocken sozusagen hier eine Landung machen. Dann brauchen wir vielleicht 3-4 Module hier stehend erstmal. Die sollten von Anfang ausreichend sein. Weil wie gesagt, ich würde das erste Modul,
Habe ich jetzt da keinen Zugriff drauf oder was? Are you kidding me? Ah. Dockt. Jetzt hat. Bohrer einsetzen. Schauen wir mal wenigstens, ob sie funktionieren. Triebwerk ausschalten. Ah, nee. Ausschalten. Nicht, dass hier was schief geht. Triebwerk ausschalten. Hier drüben nochmal alles kontrollieren, einschalten und hier steht auch ein. Ne, hier steht ausschalten. Schauen, schauen. Läuft. Produzieren wir was? Ich sehe das gerade nicht so ganz. Kann ich das nicht bewegen? Wir kriegen Erz dazu, Jungs. Zwar langsam, aber wir kriegen Erz. Wir kriegen Erz. Wie schaut das mit dem Stromverbrauch aus? Stromverbrauch ist dafür halt zu immens. Wir brauchen da was für. Aber rein theoretisch könnten wir damit ordentlich Erz produzieren. Schaut mal, es geht wirklich rein. Das funktioniert, das ist schon mal gut. Was ich halt vermute, dass wir hier halt, wie gesagt, Probleme kriegen könnten. Monotreibstoff ist hier drin, den ich überhaupt nicht mal gebraucht habe, weil ich habe hier keine Düsen dran gesetzt. Nö. Aber Leute, ich würde sagen, in der nächsten Folge starten wir dann mit der Rakete los und danach werde ich mir anschauen, ob ich das hier irgendwie ein bisschen fixen kann mit der Station und dann werden wir die nächsten Module vielleicht mal erst hochfahren oder vielleicht fliege ich die auch zwischendurch mal hoch, weil es wird ja halt wieder dasselbe sein, landen, dingsen und dann halt wirklich die Vorbereitungen treffen, dass wir eine geile Monstation haben. Ich würde gerne halt immer zwischendurch ein bisschen mehr machen und ich glaube, das ist die Opportunity, das hier auszutauschen. Ist nicht wirklich spannend, wir müssen diese fetten Module landen und schauen wir mal, wie oft ich daneben lande. Ich werde wahrscheinlich einen Atomreaktor einbauen, muss mir mal schauen, ob wir sowas haben. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge gleich, also wieder. Bis dann. Ciao.